Wie versprochen, das Video zu meinem eingebauten Radio. Ich habe ja zunächst meine Rückfahrkamera euch gezeigt, den Einbau und auch den Anschluss an das Radio. Und wie ihr sehen könnt, zumindest diejenigen, die das andere Video schon gesehen haben mit der Rückfahrkamera, ich habe das natürlich jetzt hier direkt in Folge aufgezeichnet, weil das ist immer noch das Eis vom Eismann, der gerade eben bei mir vorbeigefahren ist. So, kommen wir zum Autoradio. Mein Entscheidungskriterium war, ich wollte keine 1000 Euro für ein Autoradio ausgeben, was einige von den Lösungen durchaus aufrufen. Es sollte nach Möglichkeit mir eine Navigation ermöglichen. Da war ich dann natürlich sofort vor der ersten entscheidenden Frage: Monisiva oder Navisiva? Was ist der Unterschied? In einem Navisiva ist bereits ein eingebautes Navigationssystem. In einem Monisiva ist üblicherweise heutzutage ein USB-Anschluss, an das man das Android- oder iPhone-Handy anschließen kann und damit die Navigationslösung dann aus der Android-Welt oder aus der iPhone-Welt dann benutzen kann. Bei Android ist das in dem Fall dann Google Maps, was dann auch eine Online-Datenverbindung grundsätzlich erforderlich macht, aber eigentlich nur für die zusätzlichen Funktionen, nämlich dass man dann auch die aktuelle Verkehrslage mit reinbekommt. Wenn man im Ausland unterwegs ist, besteht die Möglichkeit, sich vorher in der Google Maps App die Länderkarten der Länder, die man bereist, runterzuladen und die auch in einem Offline-Betrieb nutzbar zu haben. Damit spricht für mich überhaupt nichts dagegen, dass ich das Ganze über Android mache. Und habe dabei immer die aktuellsten Karten. Wenn ich das Ganze mit einem Navisiva mache, wo die Karten dann intern auf einer Speicherkarte oder direkt im Gerät abgespeichert sind, dann bin ich immer auf den Kartenstand angewiesen, den mir der Hersteller dieses Radios anbietet. Und wenn das Radio nachher 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist, dann ist die Karte auch 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt. Das spricht für mich eindeutig für den Monisiva. Für den habe ich mich dann auch entschieden. Es ist die Sony XAV 8050D als 9 Zoll Ein-DIN-Radio geworden. Den Einbau zeige ich euch gleich hier im Anschluss. Ich komme dabei so auf die wesentlichen Punkte zu sprechen. Ich möchte aber auch warnen, Autoradio-Einbau ist nicht unbedingt für jeden was. Wir haben zwar inzwischen DIN-Stecker, aber man muss doch das eine oder andere wissen. Unter anderem, da ich hier eine Rückfahrkamera dran verbaut habe, habe ich mir auch das Signal des Rückwärtsgangs holen müssen vom Kabelbaum des Autos. Dazu musste ich dann auch mit dem Stromdiepen mir ein neues Kabel ziehen, dass ich das Signal abgreife und ans Radio geben kann, dass dann automatisch die Kamera sich anschaltet, wenn der Rückwärtsgang angeht. Das ist vielleicht nicht unbedingt für jeden Laien was. Also geht da nur selber ran, wenn ihr euch das auch zutraut und wenn ihr da Ahnung von habt. Haftung kann ich hier natürlich keine dafür übernehmen. Das ist schon euer eigenes Risiko, wenn ihr sowas macht. Aber an und für sich ist es mit den heutigen DIN-Steckern keine große Zauberei mehr. Von der Seite her easygoing. So, das wird das Radio, das eingebaut wird. Es handelt sich um das Sony Modell XAV-AX 8050D. D ist die Variante ohne zusätzliche DAB-Antenne im Lieferumfang. Die Variante mit einer bereits mitgelieferten Scheibenantenne nennt sich in den letzten drei Buchstaben statt D dann ANT. Ansonsten sind die beiden Lieferumfänge identisch. Wir haben hier ein 8,95 Zoll Display, also schon ziemlich groß. Wir können Smartphone-Mirroring über eine eigene Software von Sony. Das soll mittlerweile ganz brauchbar funktionieren. Wir haben 55 Watt maximale Power auf vier Ausgängen. Haben ein Ein-DIN-Radio trotz des großen Monitors. Können Apple CarPlay und iPhone, Android Auto, Bluetooth verbinden, funktioniert alles und es ist auch DAB Plus tauglich. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dieses Radio in der unteren Position von dem Doppeldienschacht einzubauen. Vom Vorgänger, das war ein Vermietbetrieb, die hatten ein einfaches Kennwort, ein DIN-Radio.
eingebaut und das hatte dieselbe Konfiguration, dass sie oben einfach eine Ablage reingebaut haben, wo man ein Handy reinlegen kann oder irgendwas, um das Ganze halt vernünftig zu verstauen. Und da ich hier oben noch das Brett habe, hoffe ich, mit der unteren DIN-Position den Monitor nachher so positionieren zu können, dass ich das Haltebrett tatsächlich noch nutzen kann. Denn da kann man ja auch noch mal ein Handy dran festmachen. Wenn man auf längerer Tour ist, ist das sicherlich nicht verkehrt, sich die Funktion zu erhalten. Da bin ich jetzt gespannt, ob das was wird. So, die meiste Elektrik ist kein Zauberwerk. Wer sich da nicht auskennt, sollte vielleicht auch besser nicht selber das Radio einbauen, sondern das einem Fachmann überlassen. Aber ich habe das Mikrofonkabel schon durchgezogen bekommen. Den Antennensplitter fürs DAB-Signal habe ich hier schon eingebaut. Und ich habe mir schon ein USB-Kabel hier unten hingelegt. Das braucht man bei meinem Radio spezifisch, um dann das Radio mit dem Handy zu verbinden und damit dann auch Android Car dann nutzen zu können. Und jetzt haben wir hier drüben das letzte Kabel, das mir noch fehlt. Ich muss nämlich noch wissen, wo kriege ich das Signal für den Rückfahrscheinwerfer her? So, ich habe schon in anderen Tutorials gesehen, dass einige erkannt haben, dass hier in der A-Säule der Kabelstrang unter anderem auch das Rückfahrsignal nach hinten liefert. Und es war die Rede davon, ein blau-weißes Kabel wäre das. Es sind aber in diesem Strang drei blau-weiße Kabel. Ich habe jetzt Glück gehabt. Das erste, das ich ausgetestet habe hier, war es dann gleich. Ich zeige euch das nochmal. Zündung an. Kleinen Moment, bis die Regler alle oben sind. Jetzt habe ich mir hier aus dem Sicherungskasten die Masse geholt. Und hier für meinen Duspol, der sticht mit einer kleinen Nadel ganz dünn durch die Ummantelung, um ein Signal rausholen zu können. Jetzt lege ich den Rückwärtsgang ein. Und die Diode brennt. Auf diesem Wege kann man sehr einfach dann herausfinden mit einem Duspol, welches Kabel es denn jetzt wirklich ist, gerade wenn es dann mehrere gibt mit Blau-Weiß. Okay, ich bin glücklich, ich habe meins gefunden und kann jetzt die letzte Kabelstrecke legen. Und das möchte, es ist ein kurzes und ein langes Kabel im Lieferumfang. Ich habe jetzt das lange Kabel genommen, weil ich mir das durch die Konsole nach unten zu einem Fach im Ducato geführt habe, in dem ich typischerweise mein Handy ablege. Das ist also relativ ideal. Wird dann nochmal eine schönere Lösung geben, dass ich mir da auch dann in die Passblende der Verkleidung dann einen richtigen USB-Anschluss dann einbaue, dass das Ganze dann auch schöner wird. Aber jetzt als Übergangslösung funktioniert das schon mal hervorragend und muss später auch nicht wieder ausgebaut werden. Jetzt muss das Kabel von der Vorderseite hier, wo der Monitor nachher angeschlossen wird, auf die Rückseite gelegt werden und dafür ist auf der Oberseite des Radios ein Kabelkanal vorgesehen. Da kann man das Kabel einführen, danach auch noch in der Länge variieren und es hier wieder einklicken. Und so sitzt das Radio. Kann man auch noch das Kabel ziehen. Muss ich nachher mal gucken, welche Länge ich da wirklich brauche. Aber das Kabel haben wir schon mal verlegt. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal das fertig installierte Radio. Es ist noch nur provisorisch für die Reise montiert. Endgültige Montage kommt dann, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Wir stellen mal auf Zündung. Es ist leider im Moment noch so, das will ich nochmal abändern, dass ich hier einen Radio-Button bekomme, aber im Moment ist es so. Hier bootet es. Und man hört schon. Filme, die man beinahe nur von der kleinen Glotze per Stream absolut gucken konnte, werden genialer Klang. Bei einer Streaming, aber wir wollen jetzt nichts hören, vor allen Dingen keine Musik, dann würden wir sofort Probleme mit der GEMA bekommen. Also stelle ich mal auf komplett leise jetzt. Wir haben als erstes die FM-Kanäle hier. Ich kann hier oben drauf gehen und kann durch die FM-Speicher mich durchklicken. Es fängt mit AM an. Das hört natürlich kein Mensch AM. Aber ich habe AM1, AM2 und jedes Mal habe ich hier 6 Senderstationen, die ich abspeichern könnte. Dann geht es mit FM1 los. Hier habe ich mir schon mal meine Sender drauf abgespeichert. Ich habe aber noch FM2 und FM3. Na, und wenn ich in Urlaubsgebieten bin, kann ich dann also auf FM2 oder FM3 die dort zu empfangenden Sender sehr gut ablegen, dass man das nicht immer wieder neu einstellen muss. Hier unten haben wir eine schöne Leiste. Das finde ich auch sehr schön, weil das ist
wirklich mit Feedback. Das kann man blind bedienen während der Fahrt. Ich habe hier den äußersten Knopf, das ist der Home-Knopf, mit dem kann ich dann ins Hauptmenü zurückspringen. Daneben habe ich Volume, Plus, Minus habe ich eben gerade benutzt. Dann kann ich hier den Monitor ausschalten oder ich kann auf Mute sozusagen stellen. Dann habe ich hier Optionen. Im jeweiligen Menüprogramm, wo ich drin bin, kann ich damit Optionen steuern. Da ich jetzt im Moment im Tuner drin bin, kann ich hier also die Option des Tuners mir anschauen. Hier habe ich Sendersuchlauf oder auch Skip. Wenn ich einen Titel auf USB oder vom Handy aus abspiele, dann kann ich damit auch skippen. Und sehr interessant ist dieser kleine Knopf hier unten, das ist nämlich Voice. Hier drüben ist nämlich das Mikrofon montiert. Ich kann also Sprachbefehle über mein Handy, über Android Auto, dann direkt an den Google Assistenten geben und damit mit einem Knopfdruck im Blindverfahren, ohne dass ich dafür von der Straße weggucken muss, zum Beispiel die nächste Adresse dann diktieren fürs Navi. Das funktioniert sehr zuverlässig und gefällt mir sehr gut. Insgesamt haben wir es hier mit 9 Zoll zu tun, was sich insbesondere für eine Sache nämlich anbietet. Das ist die Rückfahrkamera. Ich zeige euch jetzt mal das Rückfahrkamerabild. Das ist hier jetzt auf meiner Auffahrt. Man sieht den Fahrradträger sehr gut. Man kann sehr schön einschätzen, wie weit man noch in diesem Fall von meinem Carport weg ist. Dieses große Display macht sich da wirklich bezahlt. Ich habe schon Aufnahmen gesehen, wo das Ganze auf einem 7 Zoll abgebildet ist. Dann auch nicht mit besonders guter Kameraauflösung. Ja, man erahnt, ob da hinten ein Mensch rumläuft vielleicht, aber mit dieser Kamera habe ich es jetzt tatsächlich schon geschafft, mir entsprechende Markierungen quasi zu merken, vor allen Dingen hier am Fahrradträger, dass ich genau weiß, wie weit bin ich jetzt mit meinem Heck noch von der Anhängekupplung meines Anhängers zum Beispiel entfernt und kann ihn fast auf einen Zentimeter genau unter den Anhängekupplungskopf drunter fahren, ohne dass ich dabei zu weit fahre. Also das macht sich wirklich bezahlt. Schön ist auch, dass ich das nämlich wie jetzt hier auch in der Fahrt machen kann, ohne dass ich den Rückwärtsgang betätigen muss. Ich habe zwar den entsprechenden Kabelstrang gezogen, dass ich mir das Signal geholt habe, um die Kamera anzuschalten, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, aber hier übers Menü kann ich eben jederzeit auch während der Fahrt sagen, ich will jetzt mal gucken, ob da hinten mit dem Anhänger irgendwas passiert, irgendwie kommt mir da was nicht koscher vor. Man kann sogar begrenzt nach hinten gucken. Auf der Autobahn ersetzt das allerdings in dieser Einstellung keinen Rückspiegel, weil man sieht nur so ungefähr 10-15 Meter nach hinten. Bei den Geschwindigkeiten, die wir auf der Autobahn fahren, ist das einfach zu wenig. Wer diese Funktion haben will, der muss sich ein Radio besorgen mit zwei Kameraeingängen und muss dann auch die entsprechende Doppelkamera mit quasi Rückspiegelfunktion sich dann montieren. Für meine Zwecke reicht das vollkommen, ich bin da total zufrieden mit. Die anderen Varianten wären auch erheblich teurer. Dieses Set hier ist jetzt Kamera 180, 190 Euro gewesen. Das Radio hat mich knapp 500 Euro gekostet. Damit habe ich 9 Zoll riesengroß aufgelöst und komme damit eigentlich an Luxusvarianten, die in der Kategorie 1500, 2000 Euro gehandelt werden im Fachhandel, komme ich locker ran, was den Komfort angeht, habe aber erheblich weniger Geld dabei ausgegeben. Okay, wir schauen mal weiter im Menü. Das Ganze ist hier Drag and Drop, wie man sieht, also ich kann hier schön hin und her schieben. Hier habe ich den Tuner, hier habe ich die AB Plus, auch da habe ich schon einige Sender abgespeichert. Die Empfangslage ist recht gut. Die Stabantenne, die ich hier oben auf dem Kastenwagen auf dem Dach habe, die bringt auch im DAB-Verfahren ganz gute Ergebnisse. Ich habe einen Splitter von Hama dazwischen montiert. Da empfehle ich euch, nehmt Markenware. Andere Sachen könnten da Probleme bereiten. Auch hier haben wir jetzt DAB 1, DAB 2, DAB 3. Na, kann ich also entsprechend wieder lokal anders verteilte DAB-Sender dann auch auf einem anderen Memory-Port dann abspeichern, dass ich das vom Urlaubsgebiet dann entsprechend mir auch abspeichern kann. Der Empfang ist recht gut, solange ich keine große intensive Bebauung drumherum habe. Bei intensiver Bebauung, also auch vor allen Dingen hohen Häusern oder wenn ich sehr dicht, wie bei mir auf der Auffahrt zum Beispiel hier an meiner eigenen Hauswand dann dran stehe, da könnte es schon mal Probleme geben, dass der Sender dann ausfällt. Aber auf der Autobahn habe ich schon stundenlang mir Hörspiele über DAB Plus angehört auf den entsprechenden Sendern. Das hat ohne Ausfälle wunderbar funktioniert. Bin ich recht zufrieden mit. Was haben wir noch? Wir haben Bluetooth Audio.
Das heißt, ich kann Bluetooth-Audiosignale zum Beispiel vom Handy abholen. Mein Handy ist damit gekoppelt. Das sehen wir hier oben auch, hier im Bild, dass man hier die Signale sieht von meinem Handy, das sich aktuell per Bluetooth gekoppelt hat. Ich kann jetzt ja mal auf Bluetooth-Audio stellen und mal gucken, was mein Handy so hergibt. Wo ist denn mein Hörbuch? Das ist ein Hörbuch, das ich aktuell gerade gehört habe. Ich mache es jetzt bewusst nicht laut, nur mal ganz kurz. 20er dreckige Wahrheiten von Anna Basener. Funktioniert gut, wie man hört. Das Ganze ist momentan ohne Kopplung, nur übers Bluetooth. Es gibt gleich auch noch einen anderen Weg, wenn ich das Ganze per Kabel anschließe. Dann kann ich natürlich auch die Audioquellen dann nutzen vom Handy. Aber dann geht das Ganze nicht mehr über Bluetooth, sondern direkt über die Kabelverbindung. Aber auch nur mit Bluetooth funktioniert das, also ausfallsicher, ohne Probleme. So, dann haben wir Telefon. Die Telefonfunktion ist astrein umgesetzt. Ich kann also hier ganz normal mit telefonieren. Ich kann mein Telefonbuch abrufen. Ja, die Uhr läuft ganz schön lang. Habe ich bisher noch nie gemacht. Vielleicht musste sich das erste Mal synchronisieren. Scheint so zu sein. Jetzt ist hier mein Telefonbuch. Kann ich voll drauf zugreifen. Könnte jetzt jeden anrufen. Ohne dass ich da jetzt großartig im Telefon suchen muss. Das Mikrofon, das ich hier vorne im Cockpit einfach nur an die Konsole angeklemmt habe, hat eine sehr gute Sprachqualität, also es ist mir schon bestätigt worden, dass die Telefonfunktion sehr, sehr gut funktioniert. Das allgemeine Geräuschpegel oder besser der allgemeine Geräuschpegel im Auto ist ein bisschen höher, weil das hier nun mal ein Lieferwagen ist und es rappelt und es klappert alles mal ein bisschen. Es empfiehlt sich dann schon, wenn man ein gutes Gespräch haben will, dann auf Tempo 100 runter zu gehen auf der Autobahn, aber dann kann man sich sehr gut unterhalten ohne Probleme. Das liegt dann eben auch nicht an dem Mikrofon, sondern es liegt daran, dass ein Kastenwagen allgemein einfach ein bisschen lauter ist. So, zurück ins Home. Dann haben wir hier noch USB, denn wir haben hier unten einen USB-Anschluss. Der soll auch nochmal schöner verlegt werden. Aktuell habe ich ihn mir hier unten durch diese Klappe durchgeführt. Erstmal nur provisorisch für den ersten Urlaub. Da möchte ich noch eine schönere Lösung für haben, aber dann kann ich eben auch an diesen Verlängerungsport auch einfach einen USB-Stick ranhängen, auf dem dann zum Beispiel Hörbücher oder meine Musik drauf ist und dann wird das darüber abgespielt. Funktioniert auch hervorragend. Und dann haben wir die besagte Rückfahrkamera, die ich eben schon gezeigt habe. Und unter Einstellung kann man noch ein bisschen was dann sich allgemein dann einstellen. Die Sprache, Datum, Uhrzeit. Ob man so, eine Funktion habe ich noch außen vor gelassen. Das ist Android Auto. Ich habe jetzt mein Handy damit verbunden und prompt verbindet sich das Handy dann auch hier mit dem Radio. Sagt jetzt, die Bluetooth-Android-Verbindung ist exklusiv geschaltet und wuppdiwupp kommt die Karte, denn wir haben jetzt Android Auto am Laufen. Da ist jetzt hier eine neue Menüleiste darunter. Ich habe hier also häufig genutzte Apps, in diesem Fall jetzt meine Audible-App zum Beispiel, die ich abrufen kann. Da könnte ich jetzt wieder dann über Audible mein Hörbuch weiterhören. Dann habe ich Google Maps. Pulsar ist auch ein MP3-Player, den ich mal lizenziert habe. Der hat auch ein bisschen Geld gekostet. Der wird mir hier auch in Android Auto angeboten. Da kann ich also wunderbar meine Musik mit abspielen. Telefon kann ich darüber bedienen. NTV-Nachrichten sind hier mit drauf, Podcasts sind mit drauf. Ich kann auch VLC abspielen, kann damit Videos hier auf dem großen Monitor mir angucken. Da das Ganze aber über die Batterie des Fahrzeugs läuft, würde ich das eher nicht empfehlen, da jetzt längere Zeit irgendwelche Filme drüber zu gucken. Man kann am nächsten Tag unter Umständen das Auto nicht mehr starten, nur wenn man am Abend dann lange Filme geguckt hat. Aber man hat die Möglichkeit hier. Über TuneIn, solange ich Internetverbindung habe, kann ich mir sogar meine Heimatsender dann anhören. Die sind über TuneIn dann erreichbar. Aber die Hauptfunktion, die jeder sicherlich benutzen wird, ist Maps. Da könnte ich jetzt zum Beispiel mal eingeben,
über den Voice-Button. Mediamarkt Emshorn. Und schon werden die Suchergebnisse rausgesucht. Und dann kann ich den auswählen, Route berechnen und ich habe mein Navi. Der berücksichtigt dann sogar die aktuelle Verkehrslage und alles. Gefällt mir sehr gut. Ich bin immer noch beim Eisbecher. Aber, was ich euch nicht vorenthalten wollte, die Aufnahmen des Einbaus, die ich euch hier zusammengeschnitten habe, die stammen aus Oktober letzten Jahres, bevor ich in meinen Urlaub gegangen bin. Ich habe das Fahrzeug zum 22. September übernehmen können. Dann musste es erst noch überführt werden hierher. Dann musste ich so ein paar Sachen dann erst noch einbauen, dass ich mich damit auch dann losgetraut habe. Zum Beispiel eben das Radio. Ich wollte eine vernünftige Rückfahrkamera haben. Ohne das wollte ich jetzt nicht unbedingt mit einem 6-Meter-Geschoss dann von Parkplätzen rückwärts fahren müssen. Und daher habe ich diese Aufnahmen damals gemacht, habe sie jetzt zusammengeschnitten. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich das Radio im ersten Schritt nur provisorisch eingebaut, weil ich mir noch nicht ganz klar war, in welcher Position und Lage der Monitor, da der kippbar ist und auch tiefer rein oder weiter rausziehbar ist, sind jeweils 3 Positionen zum Kippen und 3 Positionen zum weiter rein oder weiter raus, welche denn jetzt eigentlich die beste Variante ist. Außerdem musste ich dann auch noch erstmal eine Notlösung dafür akzeptieren, dass ich dann auch das Handy anschließen kann. Es ist günstigerweise beim Fiat Ducato in der Mittelkonsole unten eine kleine Klappe, die man rausnehmen kann. Die konnte ich dann erstmal rausnehmen und da das Kabel durchführen, an das ich dann das Handy anschließen kann, damit dann überhaupt die Navigationsfunktion vom Handy zum Tragen kommt. Denn die kommt nur zum Tragen, wenn man das Handy per Kabelanschluss an das Radio anschließt, über den USB-Anschluss. Gehe ich nur über Bluetooth, bekomme ich kein Android. Dann kriege ich also auch kein Google Maps genutzt auf dem Radio. Das sollte dann erstmal nur provisorisch sein, dass ich damit erstmal auf meine erste Tour gehen kann, weil man will dann ja auch die Zeit nutzen. Das hat sich auch sehr bewährt, weil kurze Zeit später war man dann im zweiten Lockdown. Aber ich werde auch noch ein zweites Video bringen, denn mittlerweile habe ich das Radio nochmal ausgebaut und habe eine schöne Lösung eingebaut. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, weil da ist auch noch der ein oder andere Tipp und Trick drin. Könnt ihr euch auf das Video schon freuen. Fazit. Bin ich zufrieden mit dem Radio? Ich bin super zufrieden mit dem Radio. Es ist ein wirklich großes Display. Der Einbau als Ein-DIN ist sehr, sehr einfach. Kriegt man also wahrscheinlich in jedes Fahrzeug das normalen DIN-Radioschacht rein. Die Position des Displays ist dabei sogar sehr variabel. Also ich bin nicht gezwungen, so wie ich das jetzt hier verbaut habe, wie ihr das auch im Video gesehen habt, dass das Display oberhalb von dem Ein-DIN dann sich positioniert. Es ist genauso möglich, das nach unten zu setzen, je nachdem, wie das im jeweiligen Cockpit dann untergebracht ist, dass man also möglichst wenig von den Hebeln oder von den Lüftungsschächten im jeweiligen Fahrzeugcockpit verdeckt. In den meisten Fahrzeugen sind mittlerweile sogar schon 2 DIN-Schächte vorgesehen, weil von vornherein auch ab Werk 2 DIN-Schächte verbraucht werden von dem Radio, das ab Werk vorgesehen ist. Sodass man also meistens dieses 9 Zoll Display wunderbar so positionieren kann, dass es sich in dem Bereich des Cockpits aufhält, wo man es auch wirklich brauchen kann und wo es nicht irgendetwas anderes, was man gebraucht, wie Schalter, wie Lüftungsdüsen, verdeckt. Das ist also sehr schön gelöst. Was mir super toll gefällt, ist, dass ich unten die Bedienleiste habe mit echten haptischen Knöpfen. Es war eine gute Wahl. Ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden. Ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage. Ich habe das Radio selber vom eigenen Geld gekauft. Auch wenn ich wahrscheinlich hier irgendwo da unten Dauerwerbesendungen einblenden werde oder vielleicht auch hier oben. Muss ich mal gucken, was mir da angeboten wird von meinem Videoschnitt-Tool. Das mache ich aber nur aus Sicherheitsgründen, dass ich jetzt hier nicht irgendwo von irgendwem abgemahnt werde. Dieses ganze Review ist unbezahlt. Ich habe das Gerät voll aus eigenem Geld bezahlt. Es hat 550 Euro gekostet in diesem Fall. Da habe ich auch kein Sonderangebot nutzen können in irgendeiner Form, sondern das war wirklich der volle Preis, der zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gültig war. Und ich kann es guten Gewissens empfehlen. Ja, so viel dazu. Lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Abo da. Wenn kein Abo ist, auch nicht schlimm, wie ich immer wieder sage. Aber ich freue mich über jedes Abo.
In diesem Sinne, tschö.